Ja, moin, moin, Party People. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Age of Empires 2. Ich war eben ein bisschen dumm. Aber ich habe es noch rechtzeitig gemerkt. Ich habe die Aufnahme irgendwie nicht gestartet. Warum auch immer das nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Jetzt hat es funktioniert, jetzt sehe ich es, dass es aufgenommen wird. Ich bin tatsächlich schon mal ein bisschen vorgelaufen und stehe jetzt hier vor der ersten Burg. Hier werden wir jetzt gleich anfangen und die werden wir zerstören. Ja. So, jetzt will ich mal gucken. Einmal kurz mit einem Ritter. Nein, 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 nein. Okay, ja, mach die Türme kaputt, ist okay. Ja. Zerstört ihm immer hier so ein Ding. Naja, es ist ein schlechtes Beispiel, da durchzugehen. Da, das da, was immer zerstören. Okay, du gehst auch da drauf. Das Stück Mauer zu Ende zerstören, bitte. Och, das kann doch jetzt nicht so lange dauern, oder? Na komm schon. Angriff. Hier, mach du mal das Ding kaputt. Ja, ist richtig. So, wie schnell verliert die Mauer jetzt? Schnell. Sehr schön. Jetzt gilt es für euch drei. Ihr könnt jetzt hier durch die Mauer durchgehen. Auf die Burg. Bisschen Bum Bum machen. Und dann Bastard. Am besten einen nach dem anderen. Nicht, dass der andere dann den anderen damit zerstört. Ja. Los! Drauf! Jawohl! Nein! Der hat es nicht gebracht. Okay. War nicht so erfolgreich, wie ich es mir gehofft habe. Lassen die ja nicht durch. Doch, ich glaube schon. Jawohl. So muss das. Nein, 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 nein. Oh, bleib doch einfach mal hier. Jetzt bleibt hier. Weil da verliert, dadurch verliert die schon genug. Genau, hier geht da drauf. Das ist okay. Und die kann die hier nicht angreifen. Das ist gut. Jetzt bleib hier. Und mach einfach nichts. So, ihr sammelt euch hier oben auf dem Felde. Hier, guck mal, ihr könnt den da noch zerstören. Dann sind jetzt gleich hier die ersten Burgen zerstört. Oder die erste Burg. Nicht wundern, ich bin zwischendurch so ein bisschen am Dampfen. Die Franzosen greifen unsere Burgen an.
Ja, die Franzosen greifen unsere Burgen an, das ist korrekt. Ich werde mich hier um die Jungfrau von Orient kümmern. Oh. Du wirst dich jetzt um die Jungfrau von Orléans kümmern? Ist das so? Ich komme euretwegen, Jungfrau von Orléans. Tut, was ihr nicht lassen könnt, englischer Snob. Wo werde ich angegriffen? Oh. Angriff! Angriff! Habe ich alle. Sehr schön. Dann bitte einmal jetzt hier hin. Danke. Und gleichzeitig, ich habe ja ein paar Verluste einstecken müssen. Werde ich hier jetzt ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier nochmal 1, 2, 3, 4 6. Ja, nicht genug Gold, okay. Oh, ich habe keine Verteidigungsanlagen. Das Gute ist, dass ich die Burgen so gestellt habe, dass sie nebeneinander. Ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht so klug. Aber hier mit der Invasion von Falstaff, da werde ich wohl noch klar mitkommen. Ja, okay, das ging klar. Interessant ist jetzt eben wirklich nur, was heißt interessant? Doof ist halt eben jetzt nur wirklich, ich hab kein Gold. Ohne Gold ist schlecht. Aber ich werde mal ein bisschen was verkaufen. Den Rest macht er ja immer weiter. So. Ihr baut aber ein neues Holzfällerlager. Und zwar. Hier hin. Okay. Hier werden wir aktuell nicht attackiert. Das ist schon mal gut. Die Sache ist halt eben, diese. Könnten jetzt schon mal die Türme angreifen. Weiß ich aber noch nicht, ob ich das jetzt schon möchte. Drei Stück. Ja, okay. Mal gucken, vielleicht passt's ja. Burgen lassen wir echt nur die Ramböcke hinschicken. Wir müssen halt gucken, dass wir das Tor relativ schnell eliminiert bekommen. Aber selbst die, also ich könnte ja jetzt mal dahergehen. Das würde mich mal interessieren. Nur schon mal versuchen hier die Dinger zu zerstören. Wer ist schneller? Okay, da kann man jetzt vielleicht nicht so gut feststellen, ne? Könnt ihr soweit schießen? Ja, könnt ihr. Okay, das war meine eigene Dummheit. Nein, ihr rennt denen nicht hinterher. So.
Ja, an den kommt er nicht dran, ne? Irgendwie. Zerstört die. Ja, die müssen jetzt hier mal gerade zerstört werden, alle. Nein, 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 nein. Jetzt kommt mal wieder raus. Nein. So, jetzt ist diese Burg auch gleich Geschichte. Sehr schön. Nur eine fehlt noch. Diese Engländer können keine stärkere Burg bauen als La Hire. Ja. Das ist ja wunderschön, dass ihr da meint, das hier von mir zerstören zu wollen. Ja, aber ich habe hier auch noch Einheiten rumfliegen. Ja. Sehr schön. Ihr müsstet euch erledigt haben. Ja, perfekt. Tu mir mal bitte einen Gefallen, reparier die Burg. Und die danach. Okay, können wir hier schon mal hinfahren, hindüsen? Ja, geht schon mal hier hin. Nur hier bald weiter Holz ab, das ist gut. Wir werden beide schön repariert, so muss es sein. Könnte das nächste Mal kommen, dauert eine Weile. So. Er ist fertig, dann kann er wieder an sein Feld. Nein! Mit dir rüber! So, die Mannen, die ich jetzt hier noch stehen habe, die bleiben auch hier. Die werde ich einfach mal ganz geschwind hierhin positionieren, ja? Hui! Ihr bleibt mal hier stehen. Jetzt werde ich definitiv Ritter bauen. Acht Ritter. Ja, ja, macht ihr mal. Macht ihr mal, ne? Und ihr geht mal auf die Bogenschützen. Und ihr geht mal auf die. Auf die Hotte Hüs. Haha! Hervorragend! So muss das laufen. Wann wurde denn mein Marktplatz zerstört, Freunde? Wann wurde denn mein Marktplatz zerstört, um Gottes Willen? Das heißt, wenn ich mal... Wollte ich mal schnell nochmal machen. Marktplatz. Oder nochmal einen hin, bitte. Wie ist denn das eigentlich hier jetzt? Ja, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Und
hier dann fertig produziert ist, schicke ich die mit nach hier oben. Wo wurde gerade gekämpft? Irgendwo hier. Sehr schön. Nein, 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 ihr bleibt hier, ihr bleibt hier und ihr bleibt auch hier. Mein Gott. Immer diese aggressiven Leute, ey. Das ist meine Verteidigung für hier zusammen mit den Burgen. Perfekt, dann kannst du wieder auch ans in den Holzabbau gehen. Denk die. Tribute, komm hier, Münzprägung. Vorsicht, sie werden angegriffen. Au, das tat so weh. Wenn's interessant, dass der Pekinier immer noch lebt. So. Waren das jetzt eigentlich alle? Nein, einer fehlt noch. Okay. Ja, du hast keine Chance, hier durchzukommen. Auch der nicht. Gut, damit sind wir vollzählig. Ja, ja, genau. Der wollte damit zu uns. Ganz genau das wollte der damit machen. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. Wenn das jetzt für die letzte Burg nicht ausreichen sollte, was ich jetzt hier vorliegen habe, ja. Habe ich mich schon mal verrechnet, weil ich habe eine Reserve. Dann werde ich nochmal wiederkommen und dann aber auch mit voller Kraft. So, da seid ihr ja schon. Hervorragend. Dann marschieren wir mal weiter hierhin. Ein paar Ritter noch dazu geholt. Eigentlich dürfte uns jetzt nichts mehr groß passieren. Unsere Ramböcke werden das Tor einreißen. Und werden die Burg zerstören. Wir versuchen vorher mit den Axtwerfern und dem einen verbliebenen Briten im Bogenschützen natürlich dann deren Langbogenschützen außer Gefecht zu setzen, die bestimmt unsere Rammen attackieren. Ja, so ist jetzt erstmal der Plan. Ja, genau, hier könnt ihr hin. Und dann können die hier sich um das Tor kümmern. Genau. Ich denke, wo wollt ihr denn hin? Hallo, hier hin. Hier hin. Und dann, genau, Tor einreißen. Das ist eure Aufgabe. Wo will er hin? Okay, auf geht's. Ihr könnt rein, ihr könnt rein, ihr könnt rein, ihr könnt rein, ihr könnt rein. Jetzt habt ihr verloren, jetzt habt ihr verloren, ihr kleinen Schlawiner. Das Tor muss trotzdem eingerissen werden. Wer weiß, ob es gleich nochmal zugeht und dann. So. Und ihr geht jetzt auf die Burg und beendet dieses Spektakel hier. So, die Türme nehme ich auch gleich mit. Weil die können ja die Rammen angreifen. So, auf geht's. Jetzt sind sie alle am Angriff dran. Jetzt dürftet ihr
verloren haben. Ja, hier unten werde ich ein bisschen von Schiffen angegriffen, das ist okay. Die Wachtürme sind zerstört worden. Ja, ich weiß. Ich verliere jetzt natürlich auch Einheiten, einige Einheiten, aber wir haben gleich gewonnen, Freunde. Da unten kommt noch mal ein bisschen Infanterie. Aber jetzt haben sie verloren. Ja. Jawohl. Wir haben gewonnen. Sehr schön, liebe Freunde. Hier oben ist der Falstaff mit seinen Mannen. Falstaff. Das sind die Burgunder. Das Hauptlager hatten die hier oben. Ja, da bin ich ja eigentlich ganz froh, dass ich nicht deren Hauptlager hier oben angegriffen habe. Hier wären bestimmt mehr Einheiten gewesen. So, ja, das kleine Außending da. Pff, hier wäre noch Gold gewesen. Gut. Hätten wir denn hier eigentlich Gold irgendwo gehabt? Das sind keine Steine zum Abbauen. Nö, hätten wir gar nicht gehabt. Daher. Alles im grünen Bereich, haben wir uns richtig entschieden. Gold ist sogar noch übrig geblieben. Ich hätte da sogar noch hinkommen. Naja, egal. Freunde, das haben wir alles geschafft. Das laufende Spiel werden wir mal beenden. Nach der Schlacht von Patay war der Mythos von der Unverwundbarkeit der Engländer zerstört. Unser Heer weiß nun, dass ein Sieg möglich ist, aber nur, wenn wir uns unbeugsam und schlau verhalten. Die Engländer sind äußerst gefährliche, todbringende Feinde und ihre Langbogenschützen haben immer wieder Angriffe französischer Ritter niedergeschlagen. Zu unserem Unglück haben wir nun Feinde auf beiden Seiten. Die Ratgeber des Dauphins sind auf Johannas Einfluss bei Hofe eifersüchtig und tönen immer lauter. Ich bete dafür, dass Johanna ihren göttlichen Auftrag zu Ende bringen kann, bevor die missgünstigen Ratgeber ihr schaden können. So. Militär. Da hatten wir auf jeden Fall das größte Militär. Die Gesamtpunktzahl ist aber trotzdem am höchsten bei Falstaffs Heer, weil der einfach in der Wirtschaft viel zu krass war. Gesellschaft haben wir ein bisschen, ja. Militärstatistik. Getötete Einheiten habe ich 264. Gefallene Einheiten. Die Burgunder, die standen ja ständig da und wollten gegen die Burg kämpfen, ne? Haben sie Pech gehabt, würde ich jetzt mal so sagen. Abgerissene Gebäude haben wir 14. Falstaffs Heer hat ein Gebäude abgerissen. Das war wahrscheinlich mein Marktplatz. Größtes Heer, das war Mainz. Tribute gezahlt. Oh, die haben ganz schön viel Tribut gezahlt und die haben ganz schön viel Tribute erhalten. Gesammelte Nahrung habe ich definitiv am meisten. Holz, 45.000 hat der Falstaff. Da habe ich am wenigsten. Steine haben die Briten am wenigsten. Gesammeltes Gold. Ja, habe ich am wenigsten tatsächlich. Handelsgewinn, gut. Handel gab es auf unserer Seite auf jeden Fall nicht, war nicht möglich. Technologiestatistiken, ja, die Ritterzeit, ja, die anderen sind da gestartet oder so, ne? Karte erkundet die Briten 97%, das ist mir relativ egal. Größte Bevölkerung 30 in Falstaffs Heer. Die Briten hatten 4 Burgen, ich hatte 2. Die Zeitlinien, ja, da sind die einmal bei mir rein. Wollte noch ein Badzimmer machen und hier habe ich so die anderen weggeklatscht. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das nächste Mal machen wir weiter mit der Aufstieg. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr keine weiteren Folgen mehr verpasst. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt beim nächsten Mal auch wieder Spaß. Und bis dahin. Ciao, ciao, ihr Party People.